Das CO2-Recycling kann einen zusätzlichen Beitrag leisten, vor allen Dingen in zweierlei Hinsicht. Zum einen kann überschüssige erneuerbare Energie chemisch gespeichert werden. Das wird zwar mit einigen Energieverlusten einhergehen, aber es ist immer noch besser, diese in Kauf zu nehmen, als diese Energie überhaupt nicht zu nutzen. Zum Zweiten kann damit auch ein Beitrag geleistet werden, um zum Beispiel Erdöl zu substituieren, indem aus CO2 erneuerbare Energie und Wasser zum Beispiel ein synthetischer Kraftstoff hergestellt wird. Also Gefahren sehe ich zunächst mal keine. Ich sehe sehr viele Chancen, nämlich den Eintritt in eine Kohlenstoffkreislaufwirtschaft, die weit über den schon bekannten Sektor der biologischen Nutzung, der landwirtschaftlichen Nutzung hinausgeht. Ja, im Kontext der Energiewende ist erstmal die zentrale Herausforderung, die in Deutschland festgelegten Klimaschutzziele einzuhalten. Das ist bis 2020 -40% und bis zur Mitte des Jahrhunderts, also 2050, 85 bis 90% mindestens. Das sind die Zielmargen und da gilt es auch für die Zwischenzeiten 2030, 2040 in den einzelnen Sektoren klare Unterziele zu definieren. Wir haben das eigentlich von der Bundesregierung vorgegeben, also für 2030 allgemein -55% und an diesem Maßstab muss ich auch die Klimaschutzoptionen dann messen. Und da trägt eben Carbon Capture and Usage nur einen minimalen Beitrag dazu.